Januar 2022. In Münchberg tut sich einiges. Nach der Abholzung eines kleinen Waldstückes wurde eine historische Villa sichtbar, die für gut 20 Jahre in Vergessenheit geraten war. Die sogenannte Aktienvilla war das letzte Relikt des einst größten Betriebes der Stadt und liefert uns Grund genug, uns mit der Geschichte der Aktienfärberei etwas genauer zu beschäftigen. Begebt euch mit mir auf eine Spurensuche durch über 150 Jahre. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Zeitreise durch die Geschichte der Aktienfärberei Michberg. Heute mal ausnahmsweise nicht draußen, weil es relativ frisch ist im Moment, sondern aus dem schön und wohlig eingeheizten heimischen Wohnzimmer. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass ich euch da ein paar schöne Devotionalien zeigen konnte, die ich ein bisschen bereitgelegt habe und die ich natürlich, wenn wir draußen wären, nicht unbedingt so gern mitnehmen würde. Bevor wir uns mit der Geschichte der Aktienfärberei beschäftigen, müssen wir natürlich auch noch einmal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit und die Entwicklung der Textilproduktion im Allgemeinen werfen. Nur dazu muss man wissen, dass das Wetter und das Klima tatsächlich im Fichtelgebirge schon immer sehr stark ausschlaggebend war für die Entwicklung von Handwerk und Landwirtschaft. Damals, als die Menschen im 11. Jahrhundert sich hier bei uns in der Region niedergelassen hatten, haben sie noch vor der Subsistenz gelebt. Soll heißen, alle haben das, was sie gebraucht haben, selber angebaut und auch konsumiert. Durch klimatische Veränderungen, gerade ab dem 14. Jahrhundert, sind die Erträge der Landwirtschaft dann allerdings so weit zurückgegangen, dass sich die Menschen überlegen mussten, ein zweites Standbein aufzubauen. Und da haben natürlich viele in erster Linie die Weberei für sich entdeckt, weil der Flachs als Ursprung und mehr oder weniger Rohstoff der Leinenproduktion mit diesen relativ kargen Verhältnissen im Fichtelgebirge und im Hofer Raum gut zurechtgekommen ist und sich damit natürlich wunderbar dazu geeignet hat, neben dem normalen Getreide auf den Feldern angebaut zu werden. Aus dieser anfänglich nebenbei betriebenen Handweberei hat sich dann in den folgenden Jahrhunderten ein doch sehr, sehr starker Wirtschaftsfaktor entwickelt, der insbesondere auch durch die Förderung, beispielsweise im Rahmen der Zollernregierung, sich relativ schnell zur Leitindustrie, könnte man fast sagen, entwickelt hat. Im 18. Jahrhundert fand ein erster großer Wandel statt. Zwischenzeitlich hatte man sich vom Flachs immer mehr auf die Baumwollweberei konzentriert und dabei dann natürlich auch festgestellt, dass diese relativ einfach hergestellten Produkte nicht unbedingt marktfähig sind, gerade wenn man eben dann auch in andere Räume exportieren und expandieren wollte. Deswegen ist damals ein Hofer Verleger mit Namen Rost auf die geniale Idee gekommen, nicht die Stücke an sich zu färben, soll heißen, erst das Gewebe herzustellen und das dann einmal durchzufärben, sondern die Garne schon vor dem Webvorgang zu färben und dadurch dann am Ende die sogenannte Buntweberei zu ermöglichen, die sich auch in Münchberg relativ schnell Bahn gebrochen hat und festsetzen konnte. Im Rahmen dieser Umstellung sind neben den eigentlichen Webern natürlich auch die Färber immer wichtiger geworden, die sich damals in Münchberg schon zu einer ersten Zunft zusammenfanden. Zwei Sprösslinge solcher Färberfamilien schlossen sich 1868 zur bedeutenden Färberei Knab und Lina zusammen. Die beiden Firmengründer waren Heinrich Knab
und der aus Zell stammende August Lienert. Lasst uns einen kurzen Blick auf ihre Familiengeschichten werfen. Die Familie Knab war schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Münchberg als Färberfamilie tätig, wobei es tatsächlich nachweisbar ist, dass es sogar verwandtschaftliche Beziehungen zum berühmten Chemiker Johann Wolfgang Döberreiner gibt. Dessen Patenkind nämlich war der Vater von Heinrich Knab, sodass dabei nicht allein handwerkliche Kompetenz mehr oder weniger in der Familie vorherrschte, sondern eben auch ein immenses chemisches Wissen. August Lienert wiederum stammte aus einer Zeller Färberdynastie, deren prächtiges Stammhaus sich tatsächlich bis heute noch am unteren Ende des Marktplatzes befindet und das deutlich gemacht wird durch einen doch recht imposanten Eingangsbereich, in dem sich eben der Hinweis auf die Schön- und Schwarzfärberei befindet. Die beiden jungen Menschen, August Lienert und Heinrich Knab, schlossen sich 1868 zusammen, um eine Firma zu gründen. Sie wagten damit also tatsächlich den Schritt vom Handwerk in die Industrie. Und das ist deswegen so bedeutend, weil sie die ersten in Münchberg waren, die das taten. Gut 20 Jahre vorher, 1848, ist das erste Mal ein Zug auf der Ludwig-Süd-Nordbahn durch Münchberg gefahren, mit dem dann tatsächlich auch relativ schnell Kohle aus dem sächsischen Zwickauer Revier importiert werden konnte. Durch den Anschluss an die Ludwig-Süd-Nordbahn war damit in Münchberg die Mechanisierung der Arbeit möglich geworden, was dann natürlich am Ende auch die sogenannte industrielle Revolution oder wie wir lieber sagen sollten, die Industrialisierung, das waren nämlich langdauernde Prozesse, ermöglicht hat. 1868 wurde die Färberei Knab und Lienhardt in der ehemaligen Bechermühle in Münchberg gegründet und schon ein Jahr später reichte Heinrich Knab den Antrag beim Stadtmagistrat ein, den ersten Dampfkessel der Stadt in Betrieb nehmen zu dürfen. Der Magistrat war am Anfang nicht unbedingt so überzeugt von der modernen Technik, schlichtweg weil man sie nicht kannte, deswegen hat sich die Genehmigung bis 1874 hingezogen, dann allerdings nahm der Kessel seinen Betrieb auf und begründet damit tatsächlich auch den Beginn der mechanischen Produktion in Münchberg und in der näheren Umgebung. Der kleine Betrieb in der Bechermühle ist relativ schnell an seine Grenzen gestoßen und deswegen zog man um auf ein relativ großes Areal zwischen der Bahnstrecke, der Magistrale der Ludwig-Süd-Nordbahn und der Pulschnitz, wo sich ab den 1880er Jahren ein ansehnliches Fabrikviertel etablierte. Die Färberei Knab und Lienhardt war dabei nicht allein ein Nutzbau. Sie sollte nicht allein fokussiert sein auf die Produktion per se und auf die zuständigen Prozesse, sondern sie war ein Prachtgebäude der Gründerzeit. Diese Darstellung, die ihr hier sehen könnt, aus der Sammlung meines lieben Freundes Klaus Förster, zeigt wunderbar, wie imposant sich die Anlagen damals entlang der Pulschnitz aneinanderreihen. Besonderes Augenmerk verdient dabei die Darstellung der Eisenbahn im Hintergrund, die wie gesagt der Motor der gesamten Entwicklung war, und auch die Person, die ihr im Vordergrund sehen könnt und die symbolisch die sogenannte Rasenbleiche vollzieht. Dabei wurden Textilien mit Lauge besprengt und anschließend auf dem Rasen in die Sonne gelegt, wodurch sie gebleicht wurden, um so für die anschließende Färberei vorbereitet zu werden. Knab und Lienhardt waren nicht nur Handwerker, sondern wie anfangs erwähnt, Neudenker, könnte man sagen. Sie haben versucht, aus dem Handwerk und der damit verbundenen Kompetenz eine chemische Industrie zu machen, was damals im 19. Jahrhundert tatsächlich absolut en vogue gewesen ist. Erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts sind die ersten chemischen Färbeverfahren aufgekommen und schon in den 1870er, 80er Jahren prescht die Färberei Knab und Lienhardt auf diesen neu etablierten Markt. Das wichtigste Patent, das man damals für sich in Anspruch nehmen konnte, bezog sich auf die chemische Herstellung sogenannter türkischroter Färbemittel. Türkischrot war eine unglaublich wertvolle, weil seltene Farbe, für die man ursprünglich Pigmente aus der Türkei importieren musste, was auch den Namen erklärt. Die beiden Gründer der Färberei Knab und Lienhardt haben es zusammengebracht, diese Farbe auf chemischem Wege herzustellen. Das Ganze kommentiert Heinrich Schmeuser in seinem Ausstellungskatalog zur Bayerischen Gewerbe- und Landesindustrieausstellung 1896 in Nürnberg folgendermaßen. Die beiden jungen Leute waren außerordentlich eifrig, rührig und unermüdlich bestrebt, Neuheiten, Verbesserungen und überhaupt Fortschritte auf dem Gebiete der Färberei auszuarbeiten und zugunsten der Textilindustrie einzuführen.
Diese Bemühungen hatten auch guten Erfolg und sehr bald hatte sich die junge Firma, begünstigt durch ihre streng soliden Geschäftsprinzipien, eines ausgezeichneten Rufes in der Webereibranche zu erfreuen, was einen sehr raschen Aufschwung des Unternehmens zur Folge hatte. Die Jahre zwischen 1880 und 1904 waren geprägt durch einen gigantischen Ausbau der Färbereianlagen und das Ganze hat natürlich auch entsprechend Kapital gebraucht, das die beiden Gründer alleine nicht mehr aufbringen konnten. Deswegen wurde aus der Färberei Knab und Lienhardt die sogenannte Aktienfärberei Münchberg. Sie war damit die erste Aktiengesellschaft der Stadt mit einem Stammkapital von überragenden 650.000 Mark. Das ist für die damalige Zeit mehr oder weniger unglaublich gewesen, aber durch diese doch recht soliden Geschäftsprinzipien, wie es Schmeuser nannte, war es den beiden Gründern gelungen, dieses Kapital gemeinsam mit einer Aktienausschüttung entsprechend aufzubringen. In den Jahren von 1880 bis 1904 wuchs die Firma demnach beinahe organisch. Es wurden immer wieder neue Bauten ergänzt, es wurden neue Maschinen angeschafft, sodass sich am Ende tatsächlich insgesamt 4 Maschinenhäuser in den weitläufigen Anlagen befanden. Das Ganze hat natürlich auch zu großen Problemen geführt, denn 4 Maschinenhäuser haben 4 Mannschaften gebraucht, um sie zu versorgen. Und deswegen begann die Aktienfärberei schon relativ früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, mit Planungen, ein großes zentrales Krafterzeugungssystem zu errichten, eine sogenannte Kraftzentrale. Die 4 einzelnen Maschinenhäuser wurden daraufhin abgeschafft. Und man kaufte sich von der Firma Heinrich Rockstroh in Maik-Trettwitz eine 250 PS starke Dampfmaschine, die durch verschiedene Umbauten eine Leistung von überragenden 350 PS liefern konnte. Fortan wurden die Maschinen der Aktienfärberei auch nicht mehr über Transmissionen angetrieben, was relativ viel, ja, sei es mal Kraft auch vergeudete durch Reibung, durch lange Strecken etc., sondern mit Hilfe von elektrischem Strom. Die Dampfmaschine produzierte demnach Strom, den man dann über eigene Leitungssysteme in der ganzen Fabrik verteilte und ihn überall dort mit Hilfe kleiner Motoren abrief, wo man ihn brauchte. Dadurch war aus dem Betrieb eine in sich geschlossene Maschinerie geworden, den man fortan immer mehr mechanisierte. Beispielsweise wurde die Kohle fortan nicht mehr von Menschen und mit Hilfe von Schubkarren oder größeren Wagen in die Kraftzentrale transportiert, sondern mit Hilfe sogenannter Becherwerke, wie man sie auch aus Mühlen kennt. Es war also eine Art von Mechanisierung der Krafterzeugung in der Aktienfärberei durchgeführt worden, was für die damalige Zeit tatsächlich ein komplettes Novum darstellt. Der Erfolg gab der Färberei im Übrigen recht. Sie wuchs immer weiter und konnte schon in den 1910er Jahren zu den größten Betrieben überhaupt in Oberfranken gezählt werden, mit teilweise bis zu 500 Mitarbeitern und Angestellten. Wenn wir uns schon über die Mitarbeiter der Aktienfärberei unterhalten, muss man natürlich auch mit einer Sache mal kurz aufräumen. Relativ häufig liest man, dass die Industrialisierung auf den Schultern des sogenannten Proletariats stattgefunden hat. So heißen, die Arbeiter wurden ausgebeutet, ihre Arbeitskraft mehr und mehr durch Maschinen ersetzt und am Ende gab es eigentlich nur die Unternehmer, die vom Erfolg der Firma profitierten. In Münchberg war das tatsächlich ein wenig anders. Knab und Lienhardt haben sich schon von Anfang an auch für die Belange der Arbeiter und Angestellten eingesetzt und haben so beispielsweise schon relativ früh im Jahre 1879 einen ersten Krankenunterstützungsverein etabliert und das Ganze auf freiwilliger bzw. privater Basis. Das Wachstum der Industrie und die immer größere Bedeutung der mechanischen Fabriken hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Stadt Münchberg selbst. Je mehr Menschen es ab den 1880er Jahren in die ersten mechanischen Betriebe zog, Aktienfärberei folgten ja immerhin auch die ersten mechanischen Webereien, desto größer wurde die Stadt und desto mehr gab es dann natürlich auch Probleme, beispielsweise diese Arbeiter unterzubekommen. In Hof sind Schilderungen von sogenanntem Schlafgängertum erhalten. Menschen zog es also tatsächlich in die Stadt, sie mieteten sich ein Bett, um dort zu schlafen und verbrachten sonst die gesamte Zeit in der Fabrik. Das war jetzt natürlich nicht unbedingt das, was man wollte und die Münchberger Unternehmer waren glücklicherweise schlau genug, dieses Problem früh zu erkennen. Man richtete einerseits Lokalbahnen ein, nach Helmbrechts und nach Zell, um so den Arbeitnehmern das Pendeln in die Stadt zu ermöglichen, baute aber auf der anderen Seite eben auch Arbeiterwohnhäuser in Münchberg selbst. Und auch dabei ging die Aktienfärberei voran.
1907 entstand die erste Häuserzeile mit Arbeiterwohnhäusern in der Stambacher Straße. Das Interessante ist, dass diese Wohnhäuser für die damalige Zeit mit einem unglaublichen Luxus ausgestattet waren. Es gab fließendes Wasser, es gab elektrisches Licht und sogar kleine Gärtchen, in denen sich die Arbeitnehmer dann beispielsweise Gemüse und andere Nahrungsmittel selber ziehen konnten. Auch das zeigt schon mal, dass die Unternehmer der damaligen Zeit keine Ausbeuter waren, denen es nur darum ging, möglichst billig zu produzieren, sondern dass es auch Menschen gewesen sind, die sich als Patriarchen bzw. als Mäzene sahen und damit eine große Verantwortung gegenüber ihren Arbeitnehmern verspürten. Das Ganze soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch negative Konsequenzen aus der Industrialisierung gab. Wenn ihr euch Fotos wie dieses hier von der Aktienfärberei mal genauer anschaut, dann könnt ihr feststellen, dass da aus diesen Rauchschlöten doch relativ viel Dunst und Nebel aufsteigt. Und das Ganze war jetzt natürlich nicht nur Wasserdampf. Lungenkrankheiten waren an der Tagesordnung. Es gibt bis heute genügend Erzählungen aus Münchberg, die davon berichten, dass man immer unter Bullschnitz gemerkt hat, was die Aktienfärberei Grodner gefärbt hat. Und auch wenn sich das natürlich heute sehr putzig anhört, wenn die Bullschnitz in allen möglichen Farben erstrahlt, hat es auf der anderen Seite unglaublich krasse und katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt bedeutet. Grausam aber war, die Bullschnitz hatte damals, nachdem sie aus Münchberg ausgetreten war, einen Sauerstoffgehalt von unter 0,5%. Das bedeutet, Leben war in diesem Bach so gut wie überhaupt nicht mehr möglich. Dazu kam auch ein doch recht giftiger, teilweise aus den Kläranlagen, aus den Färberei- und Bleichereibetrieben stammender Schlamm, den man tatsächlich mehrmals im Jahr abfahren musste, um somit den Gestank gerade in der Lindenstraße wenigstens einigermaßen annehmbar zu halten. Die Moderne, die auf der einen Seite durch die Industrie ermöglicht worden war, elektrisches Licht, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, war demnach auf der anderen Seite doch relativ teuer erkauft. Und man war sich darüber im Klaren, dass die gesundheitlichen Folgen für den Einzelnen tatsächlich nur dann tragbar waren, wenn durch die Industrie auf der anderen Seite eben ein großes Wohl für die Gemeinschaft ermöglicht werden konnte. Aber kommen wir zurück zu unserer Aktienfärberei. In den 1930er Jahren begann der stückweise Rückgang ihrer einstigen Bedeutung. Damals hatte man sich vom patentierten Türkisch-Rot-Verfahren verabschieden müssen, einfach weil die dafür notwendigen Öle nicht mehr importiert werden konnten und war auf ein relativ kostengünstiges Färbeverfahren mit Hilfe von Naphthol umgestiegen. Das Ganze war deswegen problematisch, weil es schon genügend Naphthol-Färbereien gab, mit denen man jetzt mit einem Mal in Konkurrenz treten musste. Dennoch schaffte man es, die eigene Bedeutung weiterhin aufrechtzuerhalten und so gelang es tatsächlich auch, das Markenzeichen Türkischrot aus Münchberg mit dem berühmten und markanten türkischen Halbmond weltweit als geachtetes und geschätztes Markenzeichen zu etablieren. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das berühmte deutsche Wirtschaftswunder, verhieß auch für die Aktienfärberei noch einmal einen Zenit ihrer Bedeutung. Damals waren 1200 Menschen in ihr tätig, was sie zu einem der größten Veredelungsbetriebe der jungen Bundesrepublik Deutschland machte. Aber es wurde mehr und mehr klar, dass eben diese Großbetriebe, die sich doch auch vermehrt auf einem internationalen Markt behaupten mussten, gegen eine gesteigerte und vor allem günstigere Konkurrenz, beispielsweise aus Osteuropa, nicht lange würden behaupten können. Deswegen kam es zu ersten Zusammenschlüssen. Hatte in den 1920er und 30er Jahren noch die Aktienfärberei ihrerseits Konkurrenten übernommen, wurde sie nun selbst Teil eines größeren Konglomerats. 1963 übernahmen die Faserwerke Hüls insgesamt 75% des gesamten Aktienkapitals, ehe ihr Anteil 1966 auf 99% aufgerundet wurde. Gleichzeitig verwandelte man die Aktienfärberei in eine GmbH. 1973 wurde die Aktienfärberei von der Spinnerei Forchheim übernommen und zu einem Zweigwerk degradiert. Der einstmals größte und stolze Betrieb der Stadt war damit zu einem bloßen Anhängsel einer großen Firmenstruktur geworden. 1996, zum 31. Dezember, legte man den Betrieb schließlich still und riss die weitläufigen Anlagen zur Jahrtausendwende ab. Heute erinnert an die Aktienfärberei nur noch die Villa, die Ende der 1920er Jahre als Direktionsvilla gebaut worden ist. Und tatsächlich ist auch deren Zeit mittlerweile abgelaufen. Während ihr euch diesen Film anschaut, laufen die letzten Arbeiten, um sie endgültig zu beseitigen. Damit ist der größte und einer der bedeutendsten Betriebe der Münchberger Industrie, ich würde sogar sagen der oberfränkischen Textilindustrie, zwischenzeitlich komplett in Vergessenheit geraten. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass die Färberei natürlich nicht nur eine immense Bedeutung für die Industrie hatte, sondern auch für die Stadt Münchberg und für ihre Bewohner. Bis heute
gibt es bei uns sehr viele Menschen, die voller Stolz von ihrem Leben in und mit der Aktien berichten. Und es ist gut, dass diese Menschen uns an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Denn am Ende ist einmal mehr deutlich, dass die Geschichte in Oberfranken eben nicht von den Großen geschrieben wird, nicht von Politikern oder von irgendwelchen Machthabern, sondern von den angeblich kleinen Leuten, von uns Personen vor Ort. Von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen der Aktienfärberei, genauso wie von den Handwebern und den Landwirten, die schon seit Generationen, seit Jahrhunderten die Kultur und damit auch die Identität unseres Raumes prägen. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, und es ist wichtig, auch wenn nun die letzten Spuren der Aktienfärberei verschwunden sind, immer im Hinterkopf zu behalten, dass sie einst über 1200 Menschen in Lohn und Brot setzte und damit am Ende eben auch ihr Leben elementar mitbestimmte.